Ich spiele die Karriere von Arda Güler in FC 24 weiter. Bereits in seinem jungen Alter wird er als der neue bzw. der türkische Messi gefeiert. Und auch seine Statistiken bei Real Madrid sind absolut überragend. Und zwar alle 71 Minuten trifft er zurzeit für Real Madrid. Ob er wirklich das Niveau von Lionel Messi erreichen kann und ob er auch zum Beispiel besser wird als ein Mesut Özil, der für mich der beste Fußballer ist oder war, der türkische Wurzeln hatte, das werden wir sehen. Und zwar werden wir das mit drei Challenges herausfinden. Und zwar die erste Challenge ist es, Stammspieler bei Real Madrid zu werden. Die zweite Challenge ist es, 5 Titel in seiner Karriere zu gewinnen. Und die dritte Challenge ist es, besser als Özil zu sein. Also muss er mindestens ein 90er Rating erreichen. Problematisch ist aber, dass die Konkurrenz bei Real Madrid richtig hoch ist und deswegen wird er sich einen Leihverein suchen. Und die Wahl fällt auf Eintracht Frankfurt. Arda Güler wird in die Bundesliga wechseln, leihweise, und sich dort entwickeln. Und hier sehen wir ihn auch schon im Frankfurt-Trikot im Hintergrund. Natürlich ist er auf der 10. Er soll der Spielmacher der Zukunft werden und ich bin gespannt, was möglich ist. Dafür trainieren wir ihn natürlich als offensiver Mittelfeldspieler, sodass er Tempo, aber auch vor allem passend dazu bekommt. Hier sehen wir auch noch das Team von Eintracht Frankfurt und genau Arda Güler auf der 10, das Herzstück der Mannschaft, und auf geht's, würde ich mal sagen. Die Favoriten auf dem Ballon d'Or sind Harry Kane, Kylian Mbappé, Erling Haaland und Robert Lewandowski. Und Erling Haaland konnte seinen ersten Ballon d'Or-Titel sich holen. Auch interessant, und zwar war Arda Güler zwischenzeitlich der beste Vorlagengeber der Bundesliga. Und zwar sind ihm 5 Vorlagen in 9 Spielen gelungen. Die Saison ist vorbei und Eintracht Frankfurt ist auf dem 6. Platz am Ende der Saison gelandet. Also auf jeden Fall Europa erreicht, aber man hat sich mehr erhofft, und zwar eigentlich eine Champions-League-Qualifikation. Vielleicht lief es ja sogar im DFB-Pokal besser, und zwar in Runde 2 konnte man direkt deutlich mit 3:0 gegen Köln gewinnen und dann in der nächsten Runde ist man aber leider gegen Greuther Fürth knapp ausgeschieden. Am Ende konnte Bayern im Finale Dortmund schlagen und sich den DFB-Pokal sichern. Im Finale der Champions League hat Bayern aber leider verloren, und zwar im Elfmeterschießen gegen Atletico Madrid. Schauen wir noch, wie Frankfurt abgeschnitten hat international, und zwar in der Gruppe konnten sie knapp weiterkommen, einfach nur durch den direkten Vergleich ist man auf dem 2. Platz gelandet. Dann ist man aber in der Vorrunde auch schon gegen Athen ausgeschieden, auch wenn es knapp war im Elfmeterschießen. Schauen wir noch auf die Statistiken von Arda Güler, und zwar sind ihm 5 Tore und 12 Torvorlagen gelungen, also Vorlagen, die werden auf jeden Fall von ihm erwartet als Spielmacher, und auch zudem konnte er 44 Einsätze verbuchen, also konnte sich gut entwickeln, und das sieht man auch im Gesamtrating, was jetzt bei einer 80 liegt. Lass an der Stelle auch gerne ein Abo da, um weitere Spielerkarrieren nicht mehr zu verpassen. Es geht in die 2. Saison und Adas großes Ziel ist es, Stammspieler bei Real Madrid zu werden. Deswegen wechselt er in die La Liga, aber nicht bei Real Madrid wird er spielen, sondern er wird wieder verliehen, und zwar zu Real Sociedad. Und hier sehen wir ihn auch schon im Trikot von Real Sociedad, natürlich wieder auf der 10, und ich bin mal gespannt, was möglich ist. Diesmal trainieren wir, damit er ein bisschen torgefährlicher wird, als unsichtbaren Stürmer, dass er vor allem neben dem Dribbling auch das Schießen gepusht bekommt. Schauen wir noch auf die Mannschaft von Real Sociedad, und zwar sehen wir hier auch, die spielen ebenfalls im bekannten 4-3-3, was auch Real Madrid spielt, und deswegen ist Arda Güler da sehr gut im Zentrum aufgehoben. Die Favoriten auf dem Ballon d'Or in diesem Jahr sind Dusan Vlahovic, Bojan Saka, Kylian Mbappé und Erling Haaland. Und Erling Haaland konnte seinen Ballon d'Or-Titel verteidigen. Die 2. Saison ist vorbei und Real Sociedad konnte souverän abschneiden. Auf dem 4. Platz ist man am Ende gelandet und damit hat man sich für die Champions League qualifiziert. Schauen wir noch, wie es in der Copa de España war. Und zwar dort konnte man in der ersten Runde Atletico Madrid im Elfmeterschießen rauswerfen. Dann war aber im 8. Finale gegen Getafe Schluss. Am Ende konnte Real Madrid die Copa de España im Finale gegen Villarreal gewinnen. Währenddessen konnte AC Mailand im Stadtderby in der Champions League Finale gewinnen und damit sich den CL-Titel sichern. Schauen wir noch, wie Real Sociedad in der Europa League abgeschnitten hat. Und zwar sind sie dort auf dem 2. Platz gelandet, nicht ganz souverän, aber immerhin weitergekommen. Dann in der Vorrunde wartete der Hammergegner, und zwar Paris Saint-Germain, die man aber dann auch relativ deutlich im Gesamtergebnis mit 4:1 besiegen konnte. Im Achtelfinale ist man dann aber leider ausgeschieden. Am Ende konnte der Ex-Club von Arda Güler, und zwar Eintracht Frankfurt, die Europa League gewinnen. Interessant ist natürlich jetzt, wie Arda Güler sich entwickelt hat. Und zwar 11 Tore und 11 Vorlagen sind ihm diesmal gelungen. Also wirklich richtig gute Statistiken. 50 Einsätze, also mehr als mehr.
Spielzeit hat er bekommen und das spiegelt sich auch wieder in seiner Entwicklung. Und zwar hat er jetzt ein 85er Gesamtrating. Es geht in die dritte Saison und ich glaube, es ist klar, wo Arda Güler jetzt spielen wird. Und zwar hat er sich richtig gut weiterentwickelt, ist auch in der 85 mittlerweile hoch und ich denke mal, er ist bereit für Real Madrid. Und hier sehen wir ihn auch schon wieder im Hintergrund im Real Madrid-Trikot, wie es man eigentlich gewohnt ist. Und ich bin gespannt, ob er sich diese Saison schon durchsetzen kann. Wir werden ihn weiterhin als unsichtbaren Stürmer trainieren und zwar damit er einfach nochmal sein Schießen ein bisschen verbessert und vor allem auch das Dribbling. Hier im Hintergrund sehen wir dann noch das bärenstarke Team von Real Madrid, also das ist wirklich krass und Arda Güler ist natürlich auch im 4-3-3 im Mittelfeld ja, gesetzt. Die Favoriten auf dem Ballon d'Or in diesem Jahr sind Gabriel Martinelli, Kylian Mbappé, Erling Haaland und Lautaro Martinez. Und diesmal konnte Kylian Mbappé sich den Ballon d'Or-Titel sichern. Die Saison ist vorbei und Real Madrid ist tatsächlich auf dem ersten Platz gelandet und zwar mit einem 4-Punkte-Vorsprung konnte man sich die Meisterschaft sichern. Und auch in der Supercopa war man erfolgreich. Dort konnte man im Finale Villarreal mit 2-0 besiegen. Schauen wir mal, ob die Copa de España auch so erfolgreich war und zwar dort konnte man direkt in der ersten Runde Getafe rausschmeißen. Dann im Achtelfinale war aber gegen den Stadtrivalen Atletico Madrid Schluss mit 2-1, die anschließend im Finale gegen Barcelona verloren haben und damit hat Barcelona die Copa de España gewonnen. Schauen wir noch auf die Champions League und zwar in der Gruppe ist man souverän auf dem ersten Platz gelandet. Dann im Achtelfinale wartete Leverkusen, die man aber dann auch im Gesamtergebnis mit 4-1 schlagen konnte. Im Viertelfinale wurde es dann sehr spannend und zwar ist man dort gegen Barcelona angetreten, was man aber auch mit 4-2 insgesamt gewinnen konnte. Im Halbfinale wartete dann Tottenham, aber diese konnte man auch dann knapp schlagen und ist damit ins Finale eingezogen. Leider hat man aber das Finale verloren und zwar Liverpool hat sich gerecht und mit 3-2 gewonnen. Sind wir jetzt noch gespannt, ob Arda Güler wirklich Stammspieler war und wir sehen es, 54 Spiele konnte er spielen, also absoluter Stammspieler. Und 6 Tore und 9 Torvorlagen sind ihm dabei sogar auch schon gelungen und er hat auch wieder eine krasse Entwicklung zugelegt und zwar ist jetzt auf einer 89. Lass an der Stelle auch gerne ein Abo da, um weitere Spielerkarrieren nicht mehr zu verpassen. Es geht in die vierte Saison für Arda Güler und natürlich bleibt er weiterhin bei Real Madrid unter Vertrag. Diesmal trainieren wir ihn wieder als offensiver Mittelfeldspieler, dass er auch neben dem Tempo auch wieder ordentlich anpassen zulegt. Hier im Hintergrund sehen wir dann wieder das Team, aber dort hat sich auch nicht wirklich etwas dran verändert. Die Favoriten auf dem Ballon d'Or sind diesmal Vinicius Junior, Jude Bellingham, Kylian Mbappé und Rodrigo, also 3 Spieler von Real Madrid. Und Rodrigo konnte tatsächlich den Ballon d'Or-Titel gewinnen. Auch interessant, und zwar Arda Güler hat es geschafft, ins Team of the Year zu kommen sogar. Im Mittelfeld sehen wir ihn, Arda Güler, Real Madrid. Und ja, es ist auch wirklich fast das ganze Team von Real Madrid. Nur Ødegaard ist drin anstelle von Bellingham. Die nächste Saison ist vorbei und Real Madrid ist wieder auf dem ersten Platz gelandet. Diesmal sogar mit einem 11-Punkte-Vorsprung, da Barcelona es gerade mal nur in die Europa League geschafft hat. Und ja, das ist auf jeden Fall eine bärenstarke Leistung. Und auch den Supercup konnte Real Madrid gewinnen gegen Barcelona im Finale, ist natürlich nochmal so viel schöner. Und damit ist es auch schon der 4. Titel für Arda Güler. Schauen wir mal, ob die Copa de España vielleicht diesmal was wurde. Und zwar in der ersten Runde konnte man Osasuna schlagen. Dann im Achtelfinale traf man auf Girona, die man auch knapp besiegen konnte. Im Viertelfinale konnte man sich dann gegen Atletico Madrid rächen und weiter in die nächste Runde einziehen. Im Halbfinale musste man dann gegen Valencia, die man dann auch ebenfalls souverän schlagen konnte. Im Finale kam es zum El Clasico, sehr spannendes Spiel, 5-3 am Ende, aber leider hieß Barcelona der Sieger. Schauen wir mal, wie es in der Champions League lief und zwar ist dort Real Madrid am Ende leider nur auf dem 2. Platz gelandet, immerhin weiter und es war auch sehr knapp. Dann im Achtelfinale musste man gegen Manchester United, die man aber auch absolut souverän mit insgesamt 5-2 besiegen konnte. Im Viertelfinale wartete dann wieder das Duell und zwar das El Clasico gegen Barcelona, was man aber gewinnen konnte. Im Halbfinale musste man dann gegen Neapel ran. Dort konnte man aber auch souverän gewinnen und es geht ins Finale gegen Galatasaray. Und besonders Arda hat natürlich richtig aufgedreht im Finale gegen Gala und damit konnte auch Real Madrid 3-1 gewinnen und sich die Champions League holen, sowie den 5. Titel für Arda. Schauen wir noch auf Arda Gülers Statistiken und zwar 58 Spieler, also er war absolut gesetzt wieder diese Saison. 12 Tore sind ihm diesmal gelungen, 8 Torvorlagen und er hat sich tatsächlich wieder richtig gut weiterentwickelt auf eine 92. Alle 3 Challenges konnten also schon absolviert werden und damit geht es auch in die 5. Saison für Arda Güler und natürlich bei Real Madrid. Diesmal trainieren wir ihn als vorgerückter Spielmacher, sodass auch ordentlich wieder sein Passen geboostet wird, aber auch ein bisschen Dribbling und Schießen. Hier im Hintergrund ist dann nochmal
nochmal die Ausstellung zu sehen, aber an der hat sich auch nicht wirklich was verändert. Die Favoriten auf dem Ballon d'Or in diesem Jahr sind alle von Real Madrid tatsächlich, und zwar Vinicius Junior, Kvaratskhelia, Bellingham und Rodrigo. Und Rodrigo konnte seinen Ballon d'Or-Titel verteidigen. Auch in diesem Jahr hat es wieder Arda Güler geschafft, ins Team of the Year zu kommen, aber es waren auch wirklich diesmal nur Real Madrid-Spieler vorhanden. Die nächste Saison ist vorbei und Arda Güler wirklich gewinnt mit Real Madrid nur die Ligatitel, und zwar diesmal 14 Punkte Vorsprung auf Atletico Madrid. Mit 92 Punkten ist man souverän erster Platz geworden. Im Supercup musste man sich aber gegen den Rivalen Barcelona geschlagen geben mit 1:0. Schauen wir mal, ob es diesmal erfolgreicher war in der Copa de España. Und zwar ist man dort in Runde 1 mit 3:1 weitergekommen. Dann im Achtelfinale konnte man auch Huesca mit 2:1 schlagen. Im Viertelfinale musste man dann gegen Sevilla, die man auch dann knapp mit 3:2 besiegt hat. Angekommen im Halbfinale, dort wartete das El Clásico, wie man kennt es mittlerweile. Und Barcelona ist tatsächlich durch die Auswärts Torregel weitergekommen, und damit waren die Triple-Chancen von Real Madrid auch schon vorbei. Immerhin konnte Atletico Madrid die Copa de España im Elfmeterschießen gegen Barcelona gewinnen. Schauen wir wieder auf die Champions League, und zwar war es diesmal auch nur der zweite Platz. Man ist wieder knapp nur weitergekommen, aber beim letzten Jahr haben wir ja auch die Champions League im Endeffekt gewonnen. Mit gutem Omen startet man also ins Achtelfinale, und zwar wartete dort Arsenal, aber die konnte man auch knapp mit 3:2 besiegen. Im Viertelfinale musste man dann gegen Manchester City, und das war wirklich ein schweres Spiel, aber im Elfmeterschießen konnte man knapp gewinnen. Im Halbfinale ging es dann gegen Leipzig ran, und zwar das konnte man auch souverän mit 5:3 im Gesamtergebnis gewinnen. Angekommen im Finale gegen Inter Mailand diesmal, und man konnte 2:1 gewinnen und damit den Champions League Titel verteidigen. Schauen wir jetzt noch auf die Statistiken von Arda Güler, und zwar 22 Tore sind ihm gelungen, 11 Torvorlagen in 59 Spielen, also eine Wahnsinnsstatistik, und er ist hoch auf eine 94. Schaut euch auch noch gerne die Spielerkarrieren wie zum Beispiel von Niklas Wilson Sommer an und lasst ein Abo da, um zukünftige Spielerkarrieren nicht mehr zu verpassen.